die Brücke. Gesagt, getan. Zunächst steckten die drei ihre Köpfe zusammen und berieten, wie sie beim Bau vorgehen wollten. Dann rief Bea der Giraffe zu, was sie tun sollte, und diese verband geschickt die Seile mit dem Nachbarberg und befestigte die Bretter daran. Auf der anderen Seite des Berges war diese Aktion natürlich nicht unbemerkt geblieben. Die anderen Kinder bejubelten jedes Brückenbrett, das verlegt wurde, und verfolgten das Geschehen mit großem Hallo. Nach einiger Zeit war die Brücke tatsächlich fertig. Mittlerweile hatten sich auch die Freunde des Pontealons versammelt. Auch sie wollten die Brücke betrachten und Bea zu ihrem Erfolg beglückwünschen. Bea stand mit Freudentränen in den Augen vor der Brücke. Da trat das Pontealon zu ihr. Auch in seinen Augen glitzerten Tränen. Es braucht viele verschiedene Bretter, um eine Brücke zu bauen. Und du konntest sie alle sammeln, sagte es. Oh, Pontealon, ohne dich hätte ich das nie und nimmer geschafft. Bea umarmte das Pontealon fest und dankte ihm. Ich habe jetzt verstanden, dass ich eine Verbindung zu anderen aufbauen kann, indem ich auf sie zugehe und mich an ihre Besonderheiten anpasse. Daran werde ich mich immer erinnern. Bea drehte sich noch einmal um und winkte ihren alten Freunden zu. Dann lief sie vergnügt über die Brücke und wurde dort von ihren neuen Freunden empfangen.